Oh, was ist denn jetzt los? Du mich auch. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Resident Evil 7 Biohazard. Und das Internet hat jetzt tatsächlich doch noch etwas ausgespuckt, und zwar, dass die M19 wohl tatsächlich ein bisschen schlagkräftiger als die Glock ist. Hätte mich auch gewundert, wenn wir die Pistole, die man später im Spielverlauf findet, die weniger Munition fasst und die man noch reparieren muss, schlechter wäre als die, die man schon hat. Das bedeutet, die Glock liegt jetzt in dieser grünen Kiste und wir haben die M19 dabei und begeben uns in den Raum, den wir schon allzu gut kennen. Wenn es geht. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal. Man weiß nie. Warte, was? Scheiße. Moment mal, was? Alter, 0115? 0115? Tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Scheiße. Okay, das war klar. Scheiße, was hat denn der jetzt nochmal gesagt? Hallo? Wo bist du hin? Nee, Moment. Fuck! Ich weiß nicht, was er noch gesagt hat. 0? 1? 16? War das das? Ich muss das Passwort herausfinden. Scheiße. Fuck, was... Warum liegt hier Stroh? Oh, fuck. Ja, Moment. Okay. Aha. Ich vertraue dem nicht mehr. Ja. Lieber verballern wir die eine Munition, ehe wir hier nochmal Schaden fressen. Kleines gerissenes Stück Scheiße. Oh Mann. Fuck. Okay, aber anscheinend waren es beides nicht die Passwörter. Ah, also entweder ich sehe die... Oh nein. Ja, warum nicht? Scheiße. Und wir kriegen es mit Gegnern zu tun. Und zwar nicht zu knapp. Oh nein. Hätte ich mal die Kettensäge noch. Ey, ich muss ehrlich sagen, das ist eine verzwickte Situation. Die Sache ist halt, wir haben kaum noch Schrotflintenmunition durch den Kampf mit Marguerite. Marguerite, wie auch immer die jetzt heißt, Marguerite. Und wir haben auch kaum noch was gefunden. Die Sache ist jetzt, natürlich, wenn jetzt in dem Falle zum Beispiel in dieser Haupthalle da umgeht man die Gegner halt. Ist vielleicht vom Spiel auch so gewollt, aber hier kann man das halt nicht. Dadurch erstens, dass diese eine Schnelle da halt ist und das nächste ist halt, wenn da jetzt von vorne und von hinten dann auf dich zukommt, dann ist das halt nicht möglich. Das bedeutet, dann müssen wir das machen, dass wir den kleinen Scheißer mit der Pistolenmunition abknallen. Ja. Mit der verbesserten und die beiden molded mit der Dingens. Vielleicht unterschätze ich die verbesserte Pistolenmunition. Okay.
Okay. So. Obwohl, warte mal. Mal gucken. Ja gut, okay, das ist jetzt natürlich gefährlich, aber ehe ich die Schüsse verschwende, wo kommen die denn her? Da. Hallo, komm mal her. Ja, du kommst. Oh, 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 oh. Okay. Ja, der ist da. Nein, der ist nicht tot. Ja. Ja, ist er tot? Nein, er lebt immer noch. Und er macht wieder Breakdance-Moves. Wo will er hin? Hallo. Nein. Okay, das ist kein schneller. Boah, ja. Und selbst wenn... Der lebt... Nein, gut. Was macht der da? Komm her. Scheiße. Okay, nachladen. Oh, man trifft alles, außer den Kopf. Jetzt ist er tot? Nein. Da. Und wer will mir erzählen... Ja, der will nicht sterben. Alter, kannst du drauf gehen? Willst du mich verarschen? Okay, wir haben es trotzdem ganz gut gelöst. Was war das denn? Aha. Machen wir das? Ja, wir machen das jetzt. Ja. Pass auf. Oh. Ei. Boah, nee. Okay, warte. Als erstes das. Sind da jetzt mehr drauf gegangen? Nein. Ich sehe also zumindest... Okay, da. Und... Alter. Wie viele sind hier? Die Dinger explodieren, ne? Ja. Bam. Dann haben wir komplett Ruhe in diesem Raum. Ey, wenn hier jetzt nichts drin ist, ne? Du Wichs-Steroide. Noch mehr Full Health. Noch mehr Gesamtleben, ne? Ja. Boah, davon haben wir jetzt schon 2 oder 3. Was? Warum? Achso. Das ist nicht das, was ich meine oder was ich brauche. Ich brauche Schrotflinten. Aber ganz ehrlich, es gibt hier einfach keine Schrotflintenmunition mehr. Das Spiel, ich habe alles gefunden, was man an Schrotflintenmunition finden kann. So fühlt es sich zumindest an. Ich habe keine Ahnung, wie ich das in kommenden Bosskämpfen bestehen soll. Resident Evil, jetzt Appell an das Spiel. Gib mir Munition für meine blöde Schrotflinte. Ist hier noch... Ist noch irgendwo so ein Ding. Aber hier ist nichts mehr. Was ist das? Natürlich. Was auch sonst. Wir können bald einen Laden eröffnen. Ich hab das Gefühl. Ja. Komm mal her. Boah, die ballern aber. Damit braucht man 3 Headshots. Mit der verbesserten Munition, mit der besseren Pistole. Okay. Aber, wisst ihr, ich habe halt aber auch nicht das Gefühl, dass ich ständig irgendwas übersehe, weil so viel kann man jetzt hier auch nicht verstecken, sagte er und übersah alles. Okay. Oh. Das ist wichtig, okay. Obwohl das im Endeffekt auch wieder nur heißt, ja, obwohl, nee, komm, jetzt ist schon lange her, dass hier ein Safe Room war. Okay, was man aber, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel tatsächlich noch sehr lange gehen soll, weil, man sieht ja jetzt schon, wir haben einen Abge... Oh, oh, 3. Das ist ja Wahnsinn. Okay, wir haben ja jetzt schon gesehen, dass es abgetrennte Bereiche gibt, wo wir Bosskämpfer haben. Also Marguerite und er, ne? Also Marguerite und er. Das ist jetzt nicht so lange die Liste, aber haben wir hier vielleicht noch was für... Echt nicht. Wir können normale Pistolenmunition machen. Oh, nicht mehr Crowd, aber ich glaube, ich lasse mir das lieber tatsächlich über. Schrot finden, das weg, das bleibt, pass auf, den laden wir kurz nach. Ich glaube, wir haben sogar Full Muni, ne, dann, ja, also, ne, bleibt nichts über.
Da können wir nichts machen. Wir wechseln mal wieder auf die normale Munition. Obwohl, ne. Er hat sich einmal die Spots gekauft. Oder? Okay, und hier sind überall Fallen. Aber hier nicht, oder? Oh, jetzt muss ich auch noch jedes Mal. Auch normal. Ich brauche große, Mann. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das... Da liegt schon wieder Kraut. Ernsthaft? Was ist das? Soll das das Fleisch kühl halten oder was? Ah. Also, wenn man sich das jetzt mal anguckt, jetzt habe ich es vorher nicht gesehen, ne? Ist ja der perfekte Raum für einen Bosskampf. Und man wird so nicht, glaube ich, also glaube ich nicht gegen den kämpfen. Man wird wahrscheinlich, man wird wahrscheinlich gegen ihn mit Verstärkung, gegen ihn mit Verstärkung kämpfen. Das heißt, der wird seine ganzen komischen Freunde mitbringen und, die werden alle auf mich einhacken. Genau so wird das laufen. Lasst es euch von mir gesagt, haben. Aber da haben wir... Nee, kann ja eigentlich nicht sein. Wir haben ja hier direkt einen Safe Room. Moment, einmal noch Verstärkte. Sehr gut. So. Dann das weg. Ah, das müssen wir machen. Moment, was ist das für ein... Was ist das hier? Sag mal, die Rennstation für Pferde. Okay, da kommen wir hin, indem wir runterspringen. Da kommen wir gar nicht hin, oder? Nee. Moment mal, wir müssen ja noch das Passwort, das ist ja unsere eigentliche Aufgabe, das Passwort finden für den Raum. Was ist denn das dann hier alles? Ich will da nicht runter. Ist das hier irgendwas auf Zeit? Das sah aus wie ein Arm oder so. Och Mann, das ist ätzend. Wisst ihr, jetzt denkt man so nach dem... Jetzt ist es einfach so, die Kisten, die sowieso schon spärlich gesetzt sind. Aha, ja. Da kommen wahrscheinlich Gegnerhorden. Das können jetzt auch noch Sprengfallen sein. Ja, wisst ihr? Aha. Ja, dafür brauche ich eine Batterie. Oh, sehr gut. Und ich sehe es jetzt schon kommen. Gleich wird sich, ich schieße auf jede Kiste, ist alles keine Falle. Und die eine Kiste, wo ich mir denke, ach komm, fuck it, jetzt benutzt du das Messer, das ist eine Falle. Moment, hier war doch irgendwo... Hä? War, ach, da ist die Batterie. Ja... Ich muss leider sagen, dass mich das nicht sonderlich freundlich... Es freut mich nicht allzu sehr. Aha! Hat sich dann doch mal wieder gelohnt. Für 5 Pistolenmunition. Das kriegen wir raus, indem wir, was wir alles verballert haben. Also an Crowd mangelt es uns nie wieder. Das kann ich jetzt schon mal mit Gewissheit sagen. Jawohl. Ja. Vielleicht sollte ich das nicht so sagen. Oh! Ernsthaft. Ladies and Gentlemen, Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheinenkampf! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben die Regeln. Oh, was ist denn jetzt los? Du mich auch. Ja, pass mal auf. Ja, der ist jetzt wieder am Reihern. Oh, jo! Ja, ich glaube nicht, dass du das beurteilen kannst. Scheiße. Der trifft mich gar nicht. Ist hier nur am Reihern. Oh. Nein! Jetzt hat er mich doch getroffen. Ja, und jetzt kommt wieder die... Schrotflinte. Oh.
Fuck you. Flugzeug ist tot. Ja. Ah, er war sowieso nie mein Favorit. Wer denn? Oh Mann. Ja, da habe ich mir gerade gedacht, jetzt haben wir einen kleinen netten Vor. Es geht nach unten, oder? Ne, es geht nach oben. Da habe ich gedacht, wir haben einen kleinen Vorrat an verbesserter Pistolenmunition und dann kam Billy the Kid um die Ecke. WTF. Ah, so wird ein Schuh draus. Kennen wir das hier schon? Der Fettsack. Och nee, ich hoffe, der kommt jetzt nicht öfter. Ich hab's überprüft. Ich konnte den nicht treffen. Möchte das festhalten. Ah, fick die Pillen. Das ist alles nicht was... Achso, da ist auch eine Message. Was steht denn da Schönes? What? You're next. Ach, das ist hier unser... Ja, 1408. Warte. Okay. 1408, aber er hat... Womit er nicht gerechnet hat, ist, dass wir... 1408, ist, dass wir wissen, womit wir es zu tun kriegen. Ah, ist direkt hier? Sehr gut. Mich hätte mal interessiert. 1408. Das ist ja nett, super. Mich hätte interessiert, ob wir theoretisch auch sozusagen sofort, wenn wir das jetzt gewusst hätten, oder aus einfach, wir hätten es einfach... Oh, Kumpel, das ist ein Test deiner Fähigkeiten, also nicht schummeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Ja, toll. Und wenn wir rauskommen und dann den Kopf vielleicht von ihm haben, dann kommen wir wieder und der Arm ist weg. Kann ich den Arm mitnehmen? Ich kann wahrscheinlich gar nicht. Moment, und wenn wir jetzt... Echt jetzt? Ah, okay, ich bescheiß schon nicht, ist gut. Moinsen. Was? Hey, hallo. Hinter Gittern. Ich möchte einfach nur die Kerze. Aber das Ding lebt nicht. Also das heißt, da kann ja auch nichts passieren. Müssen wir jetzt echt genau das Gleiche machen? Kann ich gar nicht glauben. Nee, müssen wir nicht. Moment. Aber da ist was. Aber wir können es nicht machen. Doch, das ist genau das Gleiche. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir haben Kinder. Im Gebäude. Irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. So, lass uns mal überlegen. Moment mal. Warte mal. Scheiße. Was war der Code? Moment. Das war, glaube ich, am Anfang das. Gucken wir mal, ob es der gleiche ist. Das und der Embryo. Ah! Okay, pass auf. Ja. Nee, nicht ich. Ach so, und wir verbrennen. Ja, pass auf, da... Ah, nee, Moment mal. Warte mal. Ach so, ja, okay, das lässt sich nicht durchtrennen. Wir müssen also irgendwie es schaffen, dass... Fuck you!
Wow. Okay, Kerze. Ja gut, okay, das ist hier unnötig. Ne, Moment, das brauchen wir gar nicht. Wir kriegen von dem das Wort Loser. Das heißt, wir gehen jetzt einfach dahin, schreiben das Wort Loser drauf. Aha. Ja, du kleiner. Boah, aber guck, das ist das, was ich meine. Er hat wunderschön die Ballons wieder aufgepustet. Das ist das, was ich meine. Wenn man das hier einfach gar nicht mehr weiß, dann hat man sowas von die Arschkarte gezogen. Ja, obwohl, man kann es ja trotzdem lösen sozusagen und dann mit dem Wissen. Na gut, okay, das geht auch. Aber wir sind intelligenter. Loser. Mal gucken, was er gleich sagt. Loser. Du hast mein Spiel nicht richtig gespielt. Ich geh zu Mama. Ah ne, die ist ja tot. Geh zu Papa. Obwohl, keine Ahnung, wo der jetzt ist. Ja, was machst du jetzt, du Bitch? Ja, ich brauch keinen Füller, ich brauch gar nichts. Aha, genau. So, jetzt hier, zack. Tja. Meldet er sich schon? Meldet er? Ne, er meldet sich natürlich nicht. Was wäre wohl passiert, wenn wir mit dem Testsubjekt das alles schon gewusst hätten? Das wäre mal interessant. Ja, der explodiert jetzt. Also schnell weg. Ja. Man muss da stehen bleiben. Oh. Scheißkerl! Du solltest doch drauf gehen! Schnell! Ja. Und jetzt weg. Weg, weg. Die Tür ging wieder auf. Okay. Juhu. Nee. Die war für dich vorgesehen. Verdammt nochmal. Sorry. Das tut mir echt leid. Also wäre lustig. Ja, Moment. Ich lasse das Feuer mal ausgehen. Können wir zurück? Ich fühle mich ein bisschen unwohl ohne alles. Ja, aber dann geht die Tür nicht mehr auf, oder? Scheiße, ja toll, jetzt kann ich erstmal überlegen, was ich alles... Moment, wir gucken jetzt einfach erstmal. Ich habe die Flinte. Geht das jetzt noch auf? Ja. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich räume das jetzt alles wieder rein und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe mal, dass wir ihn langsam kriegen und die Scheiße aus ihm rausprügeln. Und dass wir dann den nächsten Baker auf dem Gewissen haben und endlich aus diesem verkackten Haus kommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar oder Abo da. Folgt mir auf Twitter, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. I'm Jay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.